Hallo John Sinclair-Fans, hier ist Ian Rolf Hill und ich habe für euch wieder den neuen John Sinclair-Roman dabei. Und es ist ein ganz besonderer Roman, denn es ist der Band 2360. Niemandsland. Ja, und es ist etwas ganz Besonderes, denn wie der ein oder andere es vielleicht schon mitbekommen hat und wie man unschwer an diesem Button hier auch erkennen kann, es handelt sich um ein Crossover. Jawohl, und zwar ein Crossover, das kennen wir ja aus Comics und aus Filmen, wenn Helden verschiedener Franchises, verschiedener Serien zusammenarbeiten. Und wir haben das auch schon im Heftroman erlebt, hauptsächlich zwischen Professor Zamora und John Sinclair. Es gibt auch in der Anfangszeit gab es natürlich auch mal ein Crossover mit Damona King oder mit Tony Ballard. Die letzten Crossover mit Professor Zamora sind gar nicht so lange her, die sind in der, aber ausschließlich in der Serie Professor Zamora erschienen. Und wer sich da einen Überblick verschaffen will, der sollte auf jeden Fall zu diesem Roman greifen, denn ich habe zu diesem Roman, der aus meiner Feder stammt, einen Werkstattbericht geschrieben und dort auch die Crossover chronologisch aufgelistet und ein bisschen Revue passieren lassen. Und hier haben wir ein neues Crossover. Und dieses Crossover ist etwas ganz Besonderes, weil es erstreckt sich über drei Romane und drei Serien. Ja, wir haben also hier nicht nur John Sinclair und Professor Zamora, die zusammenarbeiten, sondern auch Dorian Hunter. Und ja, die Heftromanleserinnen und Leser, die jetzt ja auch die Serie Dorian Hunter kennen, die wissen natürlich auch, oder beziehungsweise die erkennen es schon am Artwork, denn dieses Cover stammt von Mark Freyer. Und Mark Freyer ist ein Grafiker, der bislang alle Ausgaben von Dorian Hunter und der Spin-off-Serie Kokozamis ja, bebildert oder becovert hat. Und ja, und er hat auch alle drei Romane, die zu diesem Crossover gehören, mit einem Titelbild versehen. Und ja, der Anfang dieses Crossovers, den macht tatsächlich hier John Sinclair mit dem Band Niemandsland. Und diese Geschichte wird dann direkt fortgesetzt in dem nächsten Professor Zamora-Roman mit dem Titel Niemandsleben. Der ein oder andere hat vielleicht schon diese Werbung hier gesehen. Und hier stehen auch die Veröffentlichungsdaten drauf, also wann der zweite und dritte Teil erscheinen. Ja, der zweite Teil erscheint dann am 7. Oktober, wurde geschrieben von meinem Kollegen Thilo Schwichtenberg. Und der dritte Teil erscheint dann in der Serie Dorian Hunter als Band 134 unter dem Titel Niemandskind am 14. Oktober und wurde geschrieben von Dario Wandes. Ja, genau. Ich wünsche euch hier viel Spaß beim Lesen. Es ist wirklich ein ganz besonderes Projekt. Und wer sich jetzt vielleicht so ein bisschen darüber ja, ärgert oder so, Mensch, jetzt bin ich ja mehr oder weniger gezwungen, noch zwei weitere Romane dazu zu kaufen, seht es einfach mal so. Ihr bekommt jede Woche einen John Sinclair-Roman. Wenn euch das hier nicht so gut gefällt, dann lasst ihn aus. Aber ihr bekommt im Prinzip ja sogar noch zwei zusätzliche Romane. Also, das heißt, ihr bekommt jetzt nicht nur jede Woche einen John Sinclair-Roman, sondern ihr bekommt die nächsten beiden Wochen noch zwei John Sinclair-Romane. Ich wünsche euch viel Spaß beim Lesen. Es ist ein tolles Projekt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.